Wir werden versucht, am 3. dieses in Sachen Peter Oberbichler Nachmittag 16 Uhr bei uns in der Kanzlei zu sprechen. Sie sind also Herr Berger? Ja. Ah. Nicht Kind. So, das hier ist Ihre Tochter. Ah, die gehört mir. Ja, kommen Sie bitte etwas näher, ja? Ja, jetzt bitte frei. Also, Sie kommen in Sachen Peter Oberbichler. Nein, das stimmt nicht. Ja, aber hier steht doch in Sachen des Herrn Oberbichler. Ja, die Sachen gehören mir. Ja, und außerdem müsste der Peter Oberbichler viel kleiner als wie der Vater. Ach, so mein, alles so wörtlich nehmen. Bei uns in der Juristensprache heißt das mal so. Ja, entschuldigen Sie, Herr Rechtsanwalt, wissen Sie, ich komme nie ins Ausland, darum kenne ich die Ausdrücke da nicht. Ja, schon gut, aber ich bin ja nicht der Rechtsanwalt selbst. Ich bin nur der Bürovorsteher. Ach so. Aber der Herr Doktor muss jeden Moment kommen. Also, wie ich hier aus den Akten sehe, handelt es sich hier um Ihren Stiefneffen. Peter handelt sich, ja. Sag's ihm, dass er's weiß. Um Peter handelt es sich, um Peter. Ja, um Ihren Stiefneffen Peter, nicht wahr? Sie scheinen den Begriff Stiefneffe nicht zu kennen. Passen Sie mal auf. Wenn Sie zum Beispiel Ihre Schwägerin heiraten. Ausgeschlossen, ich habe gar keine Schwägerin. Ja, aber wenn... Eine nur, wenn Sie eine Schwägerin hätten. Ich sag's ja. Aber zum Dritten, weil ich hab keine Schwägerin. Einen Moment mal. Sie können die ganze Sache dem Herrn Rechtsanwalt persönlich erzählen. Nehmen Sie bitte einen freien Platz, ja? Ja, bitte? Ja, natürlich. Ich werde Ihnen die Akte zuleiten. Gut. Dankeschön. Sag's ihm halt, dass du schon verheiratet bist. Georgine, sag's ihm. Sie, ich bin ja schon verheiratet. Ja, das weiß ich doch längst. Also nehmen Sie bitte doch Platz, ja? Dr. Kluge? Anwaltsbüro. Ja? Der hat ja Termin auf den 18. verlegt. Nein. Der Dr. Kluge muss jeden Moment kommen. Ja, ich hab doch gar keine Schwägerin. Ja, geh halt hin und sag's ihm. Geh hin, sag's ihm doch. Sie haben mich wahrscheinlich nicht richtig verstanden. Ich habe beim besten Willen keine Schwägerin. Ja, aber so hören Sie doch endlich mal auf. Man kann ja nicht mehr arbeiten. Ich glaube es Ihnen schon, dass Sie keine Schwägerin haben. Aber das geht doch nicht mehr. Vielleicht nehmen die Herrschaften doch vorerst Platz bei mir in Rechtsanwalt. Ja, ich kann so wirklich nicht arbeiten. Bei uns können Sie den Hut ruhig abnehmen. Ja, es geht so auch. Also darf ich bitten. Das ist aber eine ganz schöne Szene. Schöner Englisch wird der Herr Baron bei uns. Ja, schön. Da schau her. Hm? Das ist sicher die Frau vom Rechtsanwalt. Mhm. Die da. Oh, da ist er her, Vater. Die schau. Ja, aber die Frau Weber ist viel älter als wie die da. Ja, Frau Weber kann auch nicht fliegen. Ja. Ja, jetzt bin ich überhaupt neugierig, wann der Herr Rechtsanwalt überhaupt nicht kommt. Ja, das kann leicht sein, aber er muss ja kommen, weil er uns einen Brief geschrieben hat. Ja, du hast den Brief mitgenommen. Schau mal, nein. Habe ich den liegen lassen? Nein, den hast du mitgenommen. Da? Da ist er. Da ist es drin. Das ist da abgeschrieben. Was? Mein Brünn. Eine Frühmlache. Ja, geh her, ich tue dir mal den Brief raus. Ja, der ist schon. Das ist er, ja. Eben hat das ja, gut, da hat ihn ja mit. Au, au! Was hast du? Ja, Vater, mach halt jetzt, komm. Das ist weg. Okay. Da. Ja, das ist es schon, der Brief. Nein, das ist die Brotkarte. Das sind ja die falschen Augengläser hast du auch, Vater. Da ist dein Stock und dein Hut. Jetzt da schau noch gerade ein Tobol. Jetzt lesen wir mal den Brief, Vater, geh her. Schau, da steht er. Und jetzt hast du ihn schon ganz zerrissen.
setz mich dann über. Ja. Und sehe dich ganz genau. Ach, da geht's so, geht ui. Da hab ich dann aufgehängt, dabei hat man auf den Maul aufgehalten. Ja, mein. Das war gelungen. Ja, das ist schon dumm. Gerade so was muss uns zwei passieren. Und mir hat's bloß getroffen. Die hast du gar nicht getroffen, mir allein. Nein, nein, ich meine mit dem Pappen, die gesagt. Ich meine ja unseren Prozess. Ja, so. Weil durch Mutter gesagt hat, das sind die zwidersten Gänge zum Steueramt und aufs Rechtsanwalt. Naja, das muss alles sein. Ja, freilich muss das auch sein, alles. Was muss alles sein? Das muss auch sein, dass uns der Peter, der Lümp so reingelegt hat. Unsere ganze Familie hat er mit Schaden und Spott überspannt. Ja, das ist auch nicht sagen, Vater. Wir sind doch nicht gar so überspannt. Ja, nicht so überspannt. Ich meine, so unsere ganze Familie hat er mit Schand und Spott umhüllt oder umwoben, wie heißt es ja gleich, wie man da sagt. Ich weiß schon, wie es das meinst, so nein gemacht halt. Was heißt nein gemacht, nein gemacht? Aber jetzt wird der Angst kriegen, der Peter. Aber der Herr Rechtsanwalt, der wird es ihm schon zeigen. Er hat sich aber alles an Herrn Rechtsanwalt. Ich hab schon alles aufgeschrieben, was Mutter gesagt hat. Ja, ich habe alles aufgeschrieben, Vater. Das sagst du ihm auch, dass er sich ein niegelnagelneues Motorrad gekauft hat. Ja, um unser Geld. Um mein Geld, um die 300 Mark, die er mich beschissen hat. Da kann man leicht mit dem Motorrad fahren. Ja, der hat gemeint, wir merken das nicht. Der hat gemeint, wir sind so dumm, wie wir ausschauen. Ui, der wird richtig Angst kriegen, der Peter. Glaubst du das? Denn der hat noch mehr am Bündelholz drum. Bündelholz, Erbholz meinst du? Und glaubst du's, so gut wie der das eine getan hat, so gut ist der auch zu etwas anderem unfähig. Oh, jetzt hat's geläutet, Vater. Das ist sicher für dich? Das geht uns nichts an. Das ist der Telefon da. Ja, frag halt. Sie, mein Ehrenwort, ich hab keine Schwägerin. Ja, schon gut. Hallo? Bitte? Was? Unverschämtheit! Ruft der andauernd einen ins Telefon? Sie ringt wie! Das Vater, der hat doch dich gemeint damit. Ja, wo wird er denn überhaupt so lang hingegangen sein, der Herr Rechtsanwalt? Ein Ding über den Gerichtspalast im Justizsaal, wo er in seiner Werkstatt, wo er immer arbeitet. Meinst du? Ja, er soll ja überhaupt recht tüchtig sein, gell? Aber teuer. Ja. Ja, wenn er nicht teuer wäre, wäre er nicht tüchtig. Mehr, wenn ein Rechtsanwalt, ein unteuerer Rechtsanwalt, der wird natürlich, wenn ein billiger, der wohl nicht tüchtig ist. Ach so, weißt du? Ja, ich weiß schon, wie du meinst, ja. Hör auf, da ist einer wie der andere von denen. Ja, das ist ja klar. Ich meine, ein Untüchtiger, der ist ja niemals so tüchtig wie ein Tüchtiger. Ne? Überhaupt, wenn wir das ihm alles sagen, was ich da abgeschrieben habe, dann können wir den Prozess. Hoffentlich. Ja, das weiß ich bestimmt. Und Vater, das sagst ihm auch, dass er immer so scheinheilig war, der Peter. Ja, scheinheilig. Und ihr habt ihm alles geglaubt, du und Mutter. Du schon gleich gar. Oh, du bist ja so dumm, das brummst du. Ja, müsste nicht deine Tochter sein. Das kann ich heute noch nicht fassen. Was? Dass ich deine Tochter bin? Dass uns der Peter das so reingelegt hat. Ja, wenn der einen Charakter gehabt hätte, dann hätte er sowas überhaupt nicht getan. Der Peter und ein Charakter. Hm. Haben wir nicht einmal einen. Wir könnten leichter einen haben wie der Peter. Ja, der ganze feige Kerl ist das. Das stimmt, ja. Wo gehst du denn hin, Vater? Komm gleich wieder. Soll ich auch mitgehen? Nein, da kann ich dich nicht brauchen. Nein, doch, da gibt's was Neues. Ist was los im Büro? Ja, Herr Berg ist da und die Tochter. Ah, Herr Berger, ja gut. Also dann stimmt alle Sprüche hier rüber, ja? Tag, mein kleines Fräulein. Tag. So. Also. So, jetzt auch einer. Komm.
noch. Also Sie sind die... Das ist schon gut. Sie sind die Tochter von Herrn Berger, ja? Mhm. Ja, wo ist denn Ihr Vater? Hinausgegangen. Hinausgegangen? Er soll doch reinkommen. Nein, er ist da draußen. Ach so, ja, na, dann wird er ja bald kommen, hoffentlich. So, also. So. Ah, da sind Sie, Herr Berger. So? Grüß Gott, Herr Berger. So, ich dachte schon, es wäre was passiert. Gegenteil, es würde es kommen. Nehmen Sie mal Platz, Herr Berger. So, tut mir leid, dass Sie so lange warten mussten, aber ich habe leider furchtbar viel zu tun. Ja, aber eine nette Tochter haben Sie. Ja, so, ich habe mehr noch. So, wie viele Kinder haben Sie denn? Ja, die und eine Tochter und ein Mädel noch. Also drei Kinder, ja? Ja, und ein so. Bub. Also vier? Ja, der gehört aber Nachbarn. Also doch nur drei. Drei, ja. Und meine Kinder können so genau sagen, ich bin immer in der Arbeit, wissen Sie? Ja, ja, ja. Ja, und eine Bäckerei haben wir auch noch. So. Feinbäckerei. So, eine Feinbäckerei? Ja. Nein. Eine Hunde-Lebkuchen-Feinbäckerei. Ach so, eine Hunde-Lebkuchen-Feinbäckerei. Sagen Sie, Herr Berger, ist das Ihre eigene Erfindung? Ich glaube, wir machen ihn. Ne? Na, wenn wir den Prozess gewinnen mit Ihnen, dann bringen wir Ihnen so ein Stück Hundelebkuchen mit. Ja. Ja, Herr Berger, ich... Ach, nicht für Ihnen, für Ihren Hund. Ja, Herr Berger, ich hab... Er hat gar keinen Hund. Für Ihnen ist es nichts da wert. So schaut's nicht, wenn Sie... Zur Sache, meine Herrschaften. Also, ich habe nämlich nicht viel Zeit. Wir auch nicht. Ja, um 17:30 geht unser Zug. Meine Herrschaften, ich habe die Akten schon durchgearbeitet und kann Ihnen heute schon sagen, dass Ihr Fall äußerst günstig steht. Auge. Wichtig für mich ist nur zu wissen, wann dieser Peter Oberbichler das letzte Mal bei... Entschuldigen Sie, Moment bitte, ja? Ja, bitteschön? Jawohl, ja. Ja, die Akten liegen im Justizpalast. Jawohl, können jederzeit auf den Namen Hirsekorn abgeholt werden. Bitteschön. Entschuldigen Sie. Also, wie war die Sache mit dem Peter? Ja, eines Tages kommt der Peter zu uns. Ja. Ach, entschuldigen Sie bitte, ja? Ja, hallo? Kommt der Peter zu uns? Jawohl. Der letzte Termin war vergangene Mittwoch früh 9 Uhr. Wie gut der telefonieren kann, gell? Ja. Verständlich. Der neue Termin ist angesetzt worden. Sie bekommen Bescheid. Bitte schön. Also, entschuldigen Sie vielmals, Herr Berger. Also, wie war denn die Sache mit dem Peter Obermeier? Oberbichler. Also entschuldigen Sie mal die Störung. Ja. Da sehen Sie, also dieser Peter Oberbichler, nicht wahr? So der war nämlich hier bei uns im Büro und hat behauptet, dass nicht er, sondern Sie. Was, der war schon weg? Entschuldigen Sie vielmals, Herr Berger. Also, nur mal ganz in Ruhe, Herr Berger. Wie war die Sache mit dem Peter? Ja, wenn der Peter schon bei Ihnen war, dann hat er Ihnen ja ganz was anderes erzählt. Moment, Herr Berger. Jetzt müssen wir gehen. Wir müssen doch noch in die Apotheke und Stuhlsätzchen kaufen für Großmutter. Ja. Komm. Jawohl, wenn Sie will, Herr Berger. Sieh, bitteschön. Unser Zug. Das geht nicht. Ja, der geht schon. Der geht schon. Jetzt gehen wir. Moment, bleiben Sie doch. Moment hier, meine Augenblick, Herr Konsor. Moment, bloß. Wir müssen gehen, wenn der Zug geht. Ja. Nehmen Sie einen Moment, Sie kommen doch gleich dran. Nein, wir kommen nicht dran. Das haben wir gesehen, Sie telefonieren immer. Herr Berger, Sie kommen bestimmt gleich dran. Nehmen Sie Platz. Nein, wir kommen nicht dran. Wissen Sie was? Wir machen so wie die anderen. Wir telefonieren es Ihnen.